Ein grausames Gewaltverbrechen erschüttert Rübershagen im Landkreis Rostock. Ein 26-Jähriger hat neben seiner Schwester auch seine beiden Eltern ermordet. Der Sohn und Bruder gestand die Tat und führte die Beamten zu dem Ort, an dem er die drei Leichen nahe einem Feldweg verscharrt hatte. Eine Vermisstenanzeige einer Angehörigen brachte den Fall ins Rollen. Der Dreifachmord soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits Anfang bis Mitte Februar im Haus der Eltern in einer idyllischen Eigenheimsiedlung in Rübershagen ereignet haben. Es soll, so die Aussagen der Ermittler, interne Familienstreitigkeiten gegeben haben. Der 26-jährige Deutsch-Russe Andreas S. gestand die Horrortat inzwischen. Er tötete demnach seinen 52-jährigen Vater, seine 48-jährige Mutter sowie die 25 Jahre alte Schwester im Elternhaus in Rübershagen. Nach der Tat fuhr er mit den drei Leichen ins 15 Kilometer entfernte Kösterbeck und vergrub die toten Körper in der Nähe eines verlassenen Feldweges. Anlass für die ursprünglichen Ermittlungen war eine Vermisstenanzeige einer weiteren Verwandten der Opfer bei der Polizei. So stieß man schließlich auf den 26-Jährigen. Während einer Vernehmung hielt der junge Mann dem Druck offenbar nicht mehr stand und gab die Tat zu. Anschließend führte er die Ermittler zum Ablageort der Leichen bei Kösterbeck. Am Mittwochnachmittag begannen Polizisten und Rechtsmediziner mit der Bergung der toten Körper. Dazu setzten sie einen Minibagger ein. Der Beschuldigte Andreas S. befindet sich aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft beantragten und dem Amtsgericht erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft. Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Weitere Angaben zu den Umständen dieses Verbrechens wollte die Staatsanwaltschaft noch nicht machen. In Rübershagen machte die Nachricht schnell die Runde. Nachbarn in der Wohnsiedlung zeigten sich entsetzt und geschockt. Einige davon berichteten, dass es in der Vergangenheit öfter zu Streitigkeiten innerhalb der Familie gekommen sei. Der Mörder soll weder polizeilich bislang in Erscheinung getreten, psychisch instabil gewesen sein oder unter Drogen gestanden haben.